Hallo, ihr fantastischen Menschen da draußen. Willkommen zu einem neuen Video. Und in diesem Video möchte ich euch 5 super Spiele für lange Autofahrten, lange Flugzeugreisen, Zugfahrten oder ähnliches vorstellen. Nach dem Intro geht's los. Ihr kennt es alle selber. Ihr habt irgendeine längere Urlaubsreise oder sonstige Reise vor euch. Ihr sitzt lange Zeit im Zug, im Flugzeug oder im Auto, natürlich nicht am Steuer, sondern als Beifahrer und müsst einige Zeit totschlagen. Und da ist natürlich der Gameboy super praktisch. Er ist portabel, ihr könnt ihn immer dabei haben. Allerdings sind die meisten Gameboy-Spiele ja eher so darauf ausgelegt, einen kurzen Spielspaß zu haben, der dann vielleicht etwas knackig und frustriert ist und wodurch dann Zeit gestreckt wird, aber jetzt nicht unbedingt so für lange, lange Zeit gut spielbar sind. Und in diesem Video möchte ich euch jetzt mal 5 Spiele vorstellen, die genau dieses nicht bieten. Nämlich einfach einen schönen Langzeitspaß, wo man sich gut reinnörden kann und einfach lange Zeit Spaß hat. Deswegen auch die Regeln, kurz wie ich die Spiele ausgesucht habe. Also wie gesagt, ich habe versucht irgendwie so aus jedem Genre so ein bisschen was rauszusuchen. Die Regeln sind wirklich, ihr müsst lange was damit zu tun haben. Es ist nicht zu frustrieren schwer. Und es ist keiner von den üblichen Verdächtigen. Ne? Also ich muss euch jetzt kein Link's Awakening oder Mystic Quest oder sowas empfehlen. Dass sowas natürlich episch und lang ist, dürfte klar sein. Aber genug der langen Vorrede, fangen wir mit dem ersten Spiel an. Und zwar Lemmings. Das ist nämlich für mich persönlich eine, ich sag mal, ziemliche Überraschung eigentlich. Früher kam man eigentlich um Lemmings nicht wirklich rum. Das startete, glaube ich, auf dem Amiga, auf dem PC und so weiter und ist dann quasi auf den anderen Konsolen rübergeschwappt. Spielprinzip ist im Prinzip relativ einfach zusammengefasst. Ihr habt einen Ausgang, da kommen diese kleinen Lemminge raus. Das sind so ganz kleine, niedliche Figürchen und die laufen immer geradeaus. Die wirklich wie die buchstäblichen Lemminge, wo dieses Klischee ist, dass die auch eine Klippe runterlaufen, die laufen immer geradeaus, egal was da ist. Und ihr müsst jetzt dafür sorgen, dass sie zum Ausgang kommen. Könnt ihr euch vorstellen, das ist natürlich nicht immer alles eine super gerade Fläche, wo die einfach durchlaufen können. Nein, es gibt Hindernisse wie Berge, Abgründe, wo sie runterfallen können und damit sterben können und so weiter. Aber da habt ihr dann hier quasi dieses Werkzeug, das den verschiedenen Lemmingen Aufgaben zuweisen könnt. Es gibt zum Beispiel dann so Stopperlemminge. Die stehen dann halt da so wenn ein Lemming da kommt, der geht nicht weiter, sondern wird zurückgeschickt. Oder ihr könnt den Lemmingen dann entsprechend den Job geben, quasi einen Regenschirm zu haben, womit sie dann halt in einen Abgrund runtergleiten. Und dadurch könnt ihr euch das nach und nach alles erschließen. Wird natürlich immer komplexer, es kommen immer mehr Jobs hinzu. Auch die Jobs, die ihr da verwenden könnt, sind natürlich begrenzt. Also ihr könnt jetzt nicht einfach alle den Regenschirm geben, damit die gut runterfallen, sondern ihr müsst das meistens irgendwie anders erknobeln. Und eure Aufgabe ist es, in jedem Level immer eine bestimmte Anzahl dieser Lemminge auch wirklich da zum Schluss zu bringen und quasi zum Ausgang. Warum war ich skeptisch, fragt ihr euch jetzt wahrscheinlich. Das ist nur ein normales Action-Puzzle, sage ich mal. Das geht nicht rundenweise, es ist Echtzeit. Und es ist natürlich auf einer Amiga und PC gestartet, weil da ihr die Maussteuerung habt. Mit der Maussteuerung könnt ihr natürlich dann fix die Lemminge irgendwie anwählen und entsprechend die Jobs irgendwie zuteilen. Das geht natürlich auf dem Gameboy nicht. Und deswegen war ich hier sehr skeptisch, wie das umgesetzt wurde. Aber ich muss sagen, tipptopp. Ich bin wirklich richtig positiv überrascht. Also auch das geht trotz dem Steuerkreuz und nur den 2 Knöpfen, geht das wirklich 1A von der Hand. Also die haben da wirklich tatsächlich einen guten Weg gefunden, dieses Prinzip auch auf den Gameboy zu bringen. Und weil es natürlich vom Umfang her riesig ist und ihr euch da super reinhören könnt, ist das hier meine erste Empfehlung. Deswegen, es gibt übrigens auch einen Nachfolger, der ist genauso gut. Auch für mich überraschend, aber besser so als andersrum. Nicht erschrecken, eine kurze Werbung in eigener Sache. Mein neues Buch Gameboy Geheimtipp 2 ist nämlich jetzt erhältlich. Auf 84 Seiten stelle ich euch 34 Spiele vor, die kaum jemand kennt, aber unbedingt mal einen Blick wert sind. Dazu gibt es ein Mega Man Special, in dem ich alle Mega Man Spiele für den klassischen Gameboy genauer unter die Lupe nehme. Das Ganze kommt als farbiger Doppelseiten-Guide, verfügbar als Taschenbuch, Hardcover und E-Book. Verfügbar übrigens auf Amazon. Den Link zu der Bestellung findet ihr unten in der Beschreibung. Und jetzt geht's weiter mit dem Video. Als nächstes Spiel habe ich euch Bust a Move 3D
X mitgebracht. Das mag vielleicht den einen oder anderen so auf den ersten Blick nichts sagen, allerdings habt ihr hundertprozentig schon eine Abart davon gespielt. Auch das Spiel ist natürlich auf anderen Systemen her entstanden, und zwar, ich glaube, in der Arcade. Nagelt mich nicht drauf fest, aber ich glaube, in der Arcade war das so. Und ist mittlerweile eigentlich in 1000 verschiedenen Varianten portiert worden, dieses Spielprinzip. Auf dem Handy gibt es gefühlt tausende Varianten. Ihr seht es am eingeblendeten Gameplay, ihr werdet das ganz schnell erfassen. Ihr habt da im Prinzip so eine Art Katapult in der Mitte unten stehen und ihr habt halt farbige Kugeln. Auf dem Gameboy sind sie natürlich nicht farbig, sondern mit irgendwelchen Mustern oder ja, Farbschematas, also Grautönen, sage ich mal, oder Grüntönen, irgendwie unterscheidbar. Und ihr müsst halt die dann halt so schießen, dass ihr dann halt Kugeln oben kombiniert. Und wenn ihr halt eine bestimmte Zahl zusammen kombiniert habt, dann verschwinden die. Na, also im Prinzip, sagen wir, umgekehrtes Tetris, weil die Kugeln von unten nach oben schießen müsst und nicht irgendwie von oben nach unten irgendwelche Blöcke irgendwie reinbekommt. Und das Spiel wurde ja nicht umsonst auf so viele ja, Handy-Versoftungen etc. portiert, was einfach süchtig erregend ist. Das ist wirklich ein ganz einfaches Puzzlespiel und das Spielprinzip ist einfach so zeitlos. Und weil es hier auch eine Kampagne gibt, wo ihr dann durchgeleitet werdet und so weiter. Also hier werdet ihr wirklich lange, lange, lange Zeit Freude dran haben. Und ich sag mal, wenn ihr das Spiel hier auf dem Gameboy spielt, dann habt ihr da auch jetzt nicht diese, ich sag mal, giftigen Monetarisierung, was ja Smartphone-Spiele ja mittlerweile haben, wo man irgendwie nicht weiterkommt und dann irgendwie irgendwelche Pakete durch Spielwährung kaufen müsst. Ihr wisst alle dasselbe, wie das mit dem modernen Gaming ist und dass das nicht so geil ist. Und das habt ihr hier eben nicht. Und deswegen empfehle ich das hier vor den ganzen Smartphone-Varianten. Als nächstes habe ich euch Diner Blaster mitgebracht. Diner Blaster klingt natürlich erstmal komisch, ist aber einfach ein anderer Name für Bomberman. Hier in Europa wurde teilweise Bomberman Diner Blaster genannt. Warum genau, kann ich mich jetzt eigentlich nicht mehr daran erinnern. Ich hatte das mal wirklich, wusste ich es mal. Keine Ahnung, also es ist im Prinzip Bomberman. Ihr habt ein klassisches Bomberman-Gameplay, das heißt, ihr habt so eine Art Labyrinth mit festen Steinen und Steinen, die ihr wegsprengen könnt. Ihr sprengt Steine weg, kriegt Power-Ups und so weiter. Ihr kennt das ganze Spiel. Also eure Aufgabe ist es hier immer im Singleplayer natürlich die ganzen Gegner wegzusprengen, dann geht es ins nächste Level. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, und das zu Recht, ja, Bomberman, ja super, spiele ich ein, zwei Runden, toll, das war's so. Aber das hier, das hat einen super Einzelspieler-Kampagnenmodus. Das wird hier dann nochmal etwas verbessert, denn in diesem Kampagnenmodus könnt ihr euch verschiedene Welten aussuchen und jede Welt steht für ein Power-Up. Das heißt, es gibt eine Welt für die Rollschuhe zum Beispiel, die euch dann irgendwie schneller laufen lassen und so weiter. Und wenn ihr eine Welt betretet, könnt ihr im Vorfeld euch schon mal mit euren gekauften Punkten, könnt ihr euch schon mal so ein paar Power-Ups kaufen. Allerdings erst, wenn ihr eine Welt mit diesem Power-Up erst beendet habt. Das heißt, ihr müsst zuerst diese Rollschuhwelt ja, beenden, damit ihr die dann auch entsprechend bei der nächsten kaufen könnt. Aber ich habe ja auch so eine gewisse Langzeitmotivation. Eine Welt hat dann eine gewisse Anzahl von Leveln und wenn ihr die geschafft habt, könnt ihr halt weiterziehen. Und da wird, finde ich, durch diesen relativ einfachen Bomberman-Prinzip wird dann schnell was ganz Tolles rausgebastelt. Und da habt ihr einfach eine längere Zeit eine Motivation. Also ich hatte das Spiel als Kind, ich saß da wirklich Ewigkeiten dran, weil es einfach Spaß macht. Und man kommt dann halt einfach weiter und die Welten sind natürlich alle so ein bisschen unterschiedlich gestaltet. Ne? Es gibt dann halt so ein bisschen die Wasserwelt, es gibt so ein bisschen eher so die Feuerwelt und so weiter, also auch da keine großen Überraschungen, aber wirklich sehr schön gemacht, dass man so mit diesem einfachen Spielprinzip durch diese Singleplayer-Kampagne noch da so ein bisschen was da oben drauf setzt. Als nächstes habe ich euch was Actionreiches mitgebracht und zwar Battletoads Double Dragon. Das heißt, hier habt ihr zwei Beat'em-up ikonische Serien. Ich habe mal die Battletoads-Serie, die ja so ein bisschen sich an ja, die Turtles irgendwie orientiert hat und statt halt Schildkröten sind es halt nur Kröten, glaube ich. das sind halt super Beat'em-up-Spiele und Double Dragon natürlich auch hier in der Arcade ist das entstanden und auch da natürlich super erfolgreich gewesen. Und diese beiden Franchises wurden jetzt in ein Beat'em-up-Spiel hineingeworfen. Und das ist auch wirklich gut umgesetzt worden. Und ihr könnt hier sogar aus den Kröten auswählen und aus den beiden Dudes aus dem Double Dragon Spiel. Und das läuft einfach super. Hier natürlich hier ganz klassisches Gameboy Beat'em'up, Level nach Level, kloppt ihr euch halt durch. Steuerung ist knackig und auch hier keine großen Überraschungen. Es gibt keine super großen Sonderfähigkeiten.
Jetzt fragt ihr euch jetzt auch hier wahrscheinlich, okay, gut, ein Beat'em-up-Spiel, sagen wir mal, boah, wenn ich mich gut dran setze, habe ich das vielleicht nach dreiviertel bis einer Stunde durch. Warum empfiehlt er mir das jetzt für lange Reisen? Wegen den Charakteren. Und zwar spielen die sich alle unterschiedlich. Ob ihr jetzt eine von den Kröten nehmt oder eine von den Double Dragon Dudes, ist durchaus unterschiedlich. Natürlich jetzt nicht um super große Welten, das ist irgendwie plötzlich das Moveset irgendwie komplett anders aus. So ist es natürlich nicht. Aber es lohnt sich hier schon mal einen anderen Spieldurchgang auch mit einem anderen Charakter irgendwie durchzuführen. Und genau deswegen empfehle ich das auch dann mal für eine längere Sitzung, um einfach mal zu gucken, hey, vielleicht mal so ein paar Variationen reinholen, irgendwie was ist besser und was ist nicht. Und auch das Spiel an sich ist ziemlich fair. Und zwar sind auch hier zum Beispiel die von den Battletoads-Spielen berüchtigten Speeder-Level ist auch eins mit eingebaut. Aber hier ist das gar nicht so frustrierend und sogar gut schaffbar. Von daher kann man hier nichts falsch machen. Und als letztes Spiel habe ich euch noch ein Strategiespiel mitgebracht, und zwar Castle Quest. Das dürften die meisten von euch tatsächlich nicht kennen. Und auf den ersten Blick sieht es aus wie Schach. Ihr habt ein Schachbrett. Ist von der Größe her auch so Pi mal Daumen, ein richtiges Schachbrett, und ihr habt da verschiedene Figuren drauf. Wenn ihr das Spielprinzip jetzt so ein bisschen hier eingeblendet seht, denkt ihr vielleicht, okay, gut, das wird so eine Art Battle Chess sein, ne? Also ein bisschen Schach, wo halt dann statt ein Bauern dann halt irgendeine andere Figur da rumläuft. Ja, toll, super, aber ansonsten ist ein anderer Skin für Schach. Aber mitnichten ist das hier so. Und zwar variiert nicht nur dass dieses Schachspielfeld später in der Kampagne, sondern auch die ganzen einzelnen Figuren, die ihr auf dem Spielfeld habt. Das sind nicht nur einfache, dumme Bauern oder Türme, die dann halt automatisch mir geschlagen werden, sondern die gehen nämlich in rundenweise Kämpfe mit den anderen, wenn ihr auf den auf dem Feld trifft. Das wird natürlich dann gewürfelt, also ein bisschen Zufallselement ist mit dabei, aber ihr könnt euch schon vorstellen, wenn ihr einen sehr starken Charakter habt, der gegen einen sehr schwachen Charakter antritt, selbst wenn da gewürfelt wird und da ein bisschen Zufalls mit reinspielt, habt ihr trotzdem bessere Chancen. Und dadurch habt ihr dann noch eine ähnliche Strategie mit drin. Die einzelnen Charaktere, die ihr habt, die leveln sogar auf während des Spiels. Deswegen ist das viel, viel komplexer und macht einfach Spaß. Das ist natürlich so ein bisschen, sag ich mal, die Einstiegshürde, die ist relativ hoch. Das heißt, ihr müsst natürlich erstmal gucken, okay, wie läuft das hier alles und so weiter, euch vielleicht mal das Handbuch durchlesen, wenn ihr das nicht haben solltet, man findet das ja alles mittlerweile online. Aber hier lohnt es sich, und auch hier ist die Kampagne, die Einzelspielerkampagne, ist sehr, sehr lang. Deswegen, wenn ihr auch da erstmal das Spielprinzip kapiert habt, ist das wirklich super und könnt ihr das alles sehr, sehr gut verfolgen. Also das ist wirklich so mein Strategietipp, was so ein bisschen Schach so ein bisschen nochmal aufpeppt. Und Schach ist ein zeitloser Klassiker, und warum mal so nicht ein bisschen auf Videospielform angepasst? Warum nicht, oder? Was halt denn ihr vorhin Tipps? Habt ihr vielleicht nur Tipps genau für diese Fragestellung? Dann haut's einfach mal in die Kommentare rein. Würde mich natürlich freuen. Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag, egal was ihr davor habt. Danke, dass ihr reingeschaut habt, ihr Lieben. Macht's gut!